Moin moin Matrosinnen und Matrosen, hier sind der Tommy von Two Crazy Games, das ist der da, und der Klabautermann, das bin ich, das, der da so rumhampelt, der Orange. Hallo. Ja, wir sind auf einer Mission in Astroneer und wollen den Mond finden und eine Mondlandung hinlegen. Willkommen zu Operation Mondlandung. Und ich versuche gerade mich zu erinnern, wo wir letztes Mal den Buggy haben stehen lassen, weil da waren noch so ein paar Forschungsobjekte Richtung im Raum. Richtung Zipfel. Ich bin am Zipfel schon vorbei. Bist du nicht. Jetzt bist du am Zipfel vorbei. Ma, der beobachtet mich. Ja, Ich habe dafür, hab dafür den Buggy wiedergefunden. Tommy is watching you. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das kannst du dir aussuchen. So, ich hole schon mal das nächste Objekt der Begierde. Ja, wir versuchen jetzt möglichst viel zu erforschen, damit sich uns daraus vielleicht erschließt, wie man zum Beispiel Gummi herstellt. Ja, richtig. Weil das brauchen wir für den großen Rover. Dann brauchen wir Wolfram und Gummi. Und tatsächlich wissen wir nicht wirklich, wie man Gummi herstellt. Meine Vermutung war Chemielabor und eine Kautschukplantage. Nur können wir die noch nicht erforschen. Ich glaube, da müssen wir erstmal mal noch eine Höhlentour machen oder irgendeine Wanderung. Oder eine Höllentour. Eine Höllentour. Wir lassen uns mal überraschen. Auf alle Fälle baue ich jetzt erstmal eine Plattform. Weil die brauchen wir definitiv noch, wenn wir dann ein Chemielabor bauen wollen. So, das Ding baue ich hier. Und ich gehe derweil ein schönes Forschungsobjekt holen. Wenn man die in unserem Forschungslabor bearbeitet und Energie reinsteckt und Zeit, dann kommen da Forschungspunkte raus. Tolle Sachen kommen dabei raus. Nee, tolle Sachen werden das erst, wenn du dann die Forschungspunkte zu irgendeinem Zeugs verforschst. Wir verforschen. So. Und wenn man so ein schweres Forschungsobjekt trägt, dann ist man halt langsamer. Genau. So. Ich guck nochmal zwischendurch. Das Verrückte ist, ich gucke mal zwischendurch, ob die Aufnahme läuft. Deswegen, wenn ich so nach da gucke, ja, dann gucke ich, ob sie läuft. Weil ich habe nämlich in folgendes Problem. Ich habe in den letzten Wochen ganz wenig offline aufgenommen. Und wenn da kein grüner Balken steht, der mir zeigt, dass mein Stream ordentlich durchläuft, denke ich irgendwie, es funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Genauso aber wie bei mir in der letzten Aufnahme, wo ich aus Versehen statt auf Aufnahme habe ich auf Livestream geklickt. Ja, sehr zur Belustigung eines Zuschauers, genau. Der sich wohl gedacht hat, mein Gott, was spielt der denn da? Und was redet er denn nicht mit mir? Genau, der alte Egoist. Aber für den hoste ich jetzt den Touchy, das ist auch okay. Da hat er auch das was Schönes noch, zu gucken. Das ist der Gute. Der gute Touchy, der ja, gute der, Touchy. Der hatte mal, der hatte mal. Das ist immer sehr touchig. Nee, das ist einfach ein lustiger Norddeutscher, dem ich sehr gerne zugucke. Ob er jetzt Daisy spielt oder ob er in seiner Mittagspause ich glaube in Kiel war es, nee, oder in Rostock, irgendwo am Hafen, hat er wirklich am Wasser Mittagspause gemacht und hatte seine Kamera laufen und hat uns da die ganzen Schiffe gezeigt, die da stehen. Der Gute. Ja, der hat hier lustige Ideen, das hast du schon mal erzählt, ja. Ja. Und da finde ich das auch okay, den zu hosten. Ja, ist okay. Schick mal einen Link. So. Ich werde mal gerade Verbindungen herstellen. Verbindungspaket. Das geht nur mit Gemisch. Zufälligerweise gibt es genau da gerade Gemisch. Das brauche ich mal. Ist ja irre. Füllen sich die eigentlich wieder auf, die Dinge? Ich glaube nicht, aber ich habe auch das Gefühl, als ob hier Dinge sind, die da vorher nicht waren. Ein bisschen spooky. Ja, irgendwie kam mir das so vor, als ob da irgendwie die Rohstoffe wieder dahin wachsen. Das sehr, sehr merkwürdig. Das wäre strange. So, ich habe hier mal noch einen Forschungsgegenstand. Der da oben tatsächlich, da hinten wachsen noch 2, 3, 4. Okay.
Also ich glaube, an der Oberfläche findet man dann doch schon das ein oder andere Forschungsobjekt. Das heißt, zwangsläufig musst du gar nicht in die Höhle, außer du brauchst nachher die ganzen Rohstoffe. Wobei wir bis jetzt auch nur die Metallerze nur Ja. unterirdisch gefunden haben. Ich überlege gerade, ob irgendwas noch rein unterirdisch war. Das kann ich dir gar nicht sagen, tatsächlich. Ich weiß es nicht. Huch, komme ich jetzt wieder raus hier? Mami! Mami! Ah, so komme ich raus. Wunderbar. So, jetzt So, haben wir wie ging doch es denn hier mit. Ach so, einen genau. Haufen Forschungsobjekte. Das hier ist der Forschungsapparat. Und der hat erst ganz viel Energie gebraucht, dann braucht er ein bisschen weniger, jetzt braucht er noch weniger. Und die Energie, die der halt nicht braucht, die ist noch für andere, ja, für andere Maschinen hier halt übrig. Ich mache mal das große Loch zu, ne? Ja. Nicht, dass wir hier nachher runterplumpsen oder so. Ich brenne mal noch einen Quarz. Brenn dir mal noch ein Quarz. Das klingt wie, ich brenne mir noch eine Pulle Alkohol. Ja, weil das ist ja brennbar oder schmelzbar. Ja, ich finde es sehr spannend tatsächlich, da jetzt mal wieder bei Astroneer ein bisschen was rauszufinden. Weil man hat dann doch irgendwie beim letzten Mal doch schon das ein oder andere dann auch quasi raus und dann war so eine kleine Routine drin. Wir hatten halt nur den Vorteil, dass es tatsächlich so war, dass wir den Planeten halt ziemlich clever ausgesucht haben, weil der war nämlich ziemlich abgefahren. Und der hatte nämlich ausschließlich so Höhlen und so Brücken. Und hat eigentlich Stimmt, der hatte ganz viele Brücken. keinen wirklichen Untergrund. Oder wir hatten den nicht entdeckt, den Untergrund. Oder wir haben ihn nicht entdeckt. Da gab es noch eine ganze Stange an Höhlen, die wir gar nicht alle erforschen konnten, weil der Planet doch recht feindlich war. Da gab es, glaube ich, alle 5 Minuten irgendwie Sturm. Das kann sein, da erinnere ich mich jetzt nicht mehr so dran. Das weiß ich noch. Das hat mich nämlich so ein bisschen genervt. Bisschen Das war irgendwie angefressen. alles. Da habe ich noch diese, da habe ich noch diesen Unterstand gebaut. Stimmt. So. 53 Byte habe ich gerade erforscht. Das ist gut. Also ich finde, man kann mit vielen kleinen Dingen auch geschwind die Forschung vorantreiben. Und es Ja. ist wirklich gefühlt wirklich schneller. Also du bist gefühlt schneller an den großen Dingen irgendwie dran. Oh, da war noch mehr. Finde ich was Spannendes. Also ich kann mich noch erinnern, als ich mir das Astroneer neu geholt habe, habe ich sehr lange gebraucht, um dahinter zu kommen, was man eigentlich machen muss. Stimmt, das ist nicht unbedingt intuitiv. Also sie haben jetzt zwar ein kleines, ich glaube auf F1 liegt so ein kleines Hilfeding. Aber, und es gibt ein Tutorial. Aber es ist trotzdem, ja, bleibt das irgendwie interpretationsbedürftig. Und was ja auch gar nicht schlimm ist, weil ich finde irgendwie, man muss ja nicht immer alles so erklären und irgendwie so, ich sag mal, einem alles so dahin tutorialen, so von wegen, jetzt klick das, Oh, jetzt musst du das klicken, ich bin dir gerade sehr dankbar, jetzt musst du da klicken, wieso? dass du das Loch zugemacht hast. Da wäre ich jetzt im Dunkeln sonst voll reingefahren. Ja, siehst du, ich habe hier den Durchblick. Bist mein persönlicher Held. Ja, also ich bin hier Hey, was willst du von mir? VI. So. Da hängt nichts mehr in den Wipfeln.
Dann haben wir hier, glaube ich, auch so ziemlich alle. So ziemlich alle Forschungsobjekte gesammelt, ne? So, das Chemielabor, ja, Wolfgang und Wolfram und Keramik. Ich mach mal noch eine große Plattform, die kann man immer gebrauchen. So, genau. Große Plattform ist immer gut. Chemielabor. Können wir das Chemielabor denn schon bauen? Nee, wir brauchen Wolfram noch. Ach so. Keramik war doch hier, oder? Wir haben irgendwo Leben gefunden. Aber Wolfram, also Wolframdraht beispielsweise. Dafür brauche ich einen Rohstoff. Der wahrscheinlich Wolfram heißt. Oder vielleicht heißt der Rohstoff auch anders und den muss man dann erst noch schmelzen. Ja, dann lass uns doch mal eine Höhle verschwinden. Ich glaube auch, es ist sinnvoll, eine neue Höhlentour zu machen. Ich mag nur gern vorher mein Inventar leeren. Ja, also ich nehme mein Inventar mit Gemisch einfach mal mit, weil wir brauchen ja Verbinder. Da ist was dran. Dann lass uns doch mal die große Höhle mal durchsuchen, die wir da vorhin gefunden haben. Wo ich gesagt habe, hey, guck mal, da ist eine Höhle. Aber das sage ich bei jeder Höhle. Ja, gerne. Wobei ich suche gerade noch Speicherorte, um mein Inventar zu leeren. Da habe ich mal noch zwei gefunden. Und daraus kann man in der Tat Verbinder machen. Und dann wäre ich... guck mal, das kann man noch brennen. Ich habe noch einen Brennauftrag. Und dann können wir aber auch los. Ich bin schon mal los. Folge den Verbindern. Den Verbindern nicht folgen. Ich nehme einfach den Buggy. Folge den Verbindern. Ich folge dem Tommy. So, guck mal hier. Jetzt müsstest du mich eigentlich sehen. Genau. Ja. So, komm, lass uns mal in die Höhle runter. Wir müssen hier gerade mal was zumachen und dann können wir uns entscheiden, ob wir nach links oder nach rechts gehen wollen. Fahr nicht so schnell. Weil hier geht es nämlich direkt runter. Stopp. Guck mal, da hinten, da wächst sowas, was Rosanes. Das ist Quarz. Das war das gleiche, was auch oberirdisch wuchs. Wuchs? Also, das ist das, wo du in der letzten Folge doch noch den Witz gemacht hast mit dem Brennbar. Die Schmelzbar. Der Schmelzbar. Ja, der war gar nicht mal so schlecht. Ja. Hatte ich zumindest den Eindruck. Schreibt mal in die Kommentare, ob das witzig war. Ein witziger Witz. Oh, aber hier unten liegt irgendwas. Ach nee, das ist einfach nur... Oh, das ist eine böse Pflanze. Ich komme aber nicht dran. Die wohnt unter dir. Unter hinter dir. So, eine böse Pflanze habe ich kaputt gemacht. Ist das hier, was ist fürs... ist das Harz? Was ist das hier? Quarz. Schmelzbar. Das andere war auch Quarz. Oh. Flabby. Was passiert? Ich brauch... Saft! Oh. Bist du tot oder hast du? Nein, ich hab... Eieiei, wie hab ich denn das vergessen können? Und... Oh, Gemisch. Das Problem mit dem Buggy ist so ein bisschen. Du kommst denn da nicht runter, ne?
Ich komme runter, aber er hat jetzt halt nur eine Ladung Energie. Ja, wir brauchen Gemisch, aber hier unten wächst ja auch Gemisch. Weißt du, was ich meine? Also, nicht, Energie haben wir. Noch nicht gar. Ja, aber. Nein, nein, wir haben hier keinen Generator drauf. Wir haben hier brauchst nur, auch nicht. Wir haben hier nur eine Solarzelle drauf. Da müssen wir uns einen kleinen Generator bauen. Aber wir haben schon zwei Forschungsobjekte gefunden. Ja, ja, lass die mal hier drin. Wir kommen hier noch vorbei. Ich leg die zum Buggy dazu. Oh, es sind sogar drei Forschungsobjekte. Und da hinten, das ist auch nur Quarz. Also eigentlich brauchen wir Wolfram, richtig? Und wissen richtig. Nicht, wie Wolfram aussieht. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was wir noch nicht hatten. Richtig. Das ist sehr, sehr, sehr korrekt. Tatsächlich gehe ich mal. Wir können ja alle Forschungsobjekte an den Eingang legen. Genau, ich habe sie jetzt mal zum Buggy gelegt. Das sieht aber nicht gut aus hier. Hier ist ja noch eins. Oh Gott, was ein Haufen Forschungsobjekte. Wir brauchen dringend einen mittleren Buggy, um die zu transportieren. Naja, wir können sie aber erstmal am Eingang sammeln. Oh, ich sehe gerade, ich habe keine Verbinder mehr. Hab ich alle schon aufgebraucht. Da kommt die Gift. Da kommt die Giftschmutze. So, okay, dann brauche ich Energie. So, jetzt habe ich ganz, ganz viele Verbindungen. So, ich habe sogar noch Kohlenstoff mit dabei. Warum habe ich Kohlenstoff mit dabei? Weil du vielleicht irgendeine Pflanze abgeerntet hast. Oder irgendwas, was als Pflanze gilt. Ach du Scheiße, hier sind nochmal wieder ein Haufen Forschungsobjekte. Quarz. Wo rennst du eigentlich rum? Ich bringe die Forschungsobjekte, die ich gefunden habe, zum Eingang. Und bin ansonsten den anderen Gang entlang gegangen. Da, wo du nach rechts abgebogen bist, bin ich den Tunnel geradeaus weitergegangen. Mhm, okay, okay. Hab aber bis jetzt nur Aluminium gefunden. Also links unter dir bin ich. Oh, was hast du da gefunden? Was ist das Grüne? Das Aluminiumerz. Ach so. Okay, merken wir uns, das Grüne ist Aluminium. Hier ist was zum Forschen. Ja, take it to the entrance. Ich ist runtergefallen. Ah. Ich krieg's. Ich hab's. Ah. Spannend, aber man findet hier tatsächlich nur das ganz normale Zeug. Ja. Wie Quarz und Harz und Aluminium. Aber jetzt nichts irgendwie, wo man sagen könnte, da könntest du Wolfram draus machen. Ja, ich glaube halt, das braucht dafür. Oh, das ist noch selten. Man muss noch ein bisschen tiefer. Ja, hier ist noch was Neues. Aber das ist, glaube ich. Das ist, wie heißt das denn? Hast du die Forschungsobjekte hoch in den Eingang gelegt? Nee, so auf Höhe von dem Buggy. Ammonium ist das, was ich hier noch gefunden habe. Nimm da mal eine Ladung mit. Habe ich, glaube ich, schon. Ich schaue nochmal. Yep, eine Ladung Ammonium habe ich. Wo hast du den Buggy?
auf einer der beiden Brücken, die wir gebaut haben. Ah, da bin ich dran vorbeigerannt. Na klasse. Mann! Klotzen auf! Tommy! Junge! Ah, da, beim Buggy. Ja. Beim Buggy. Gut. Beim Buggy also. Naja. So. Jetzt habe ich doch... Jetzt habe ich drei Ammonium dabei. Und was ist das hier? Das ist was Schwarzes. Aber ich glaube, das ist Graphit. Ja, das war Graphit. Also ein Griff ins Klo. Ein Graphit ins Klo? Genau, sozusagen. Oh. Und ich komme jetzt auch nochmal vor mit dem Forschungsobjekt und muss mir da mal... Muss mir ein bisschen Gemisch mal da vorne abholen. Malachit, Malachit. Was sind hier diese bösen Blumen? Baseblumen. Jans Baseblumen. Ja, aber mit dem Wolfram sind wir noch nicht weitergekommen, oder? Nee, noch nicht so wirklich. Vielleicht ist es ja doch was Bekanntes, was man irgendwie dann schmelzen oder nochmal anders zubereiten muss oder so. Das kann natürlich sein. Ich habe hier noch was Blaues gefunden. Warte mal. Oh oh. Pusteblumen. So, neue Verbindungen bitte herstellen. Und aus was stellt man einen kleinen Generator her? Kleine Windturbine, kleines Solarmodul, kleiner Generator. Ich habe Laterit gefunden. Aluminiumerz. Ja, das ist das Grüne. Das bringt uns nur bedingt, weiter. Uiuiuiui, das war jetzt aber echt haarscharf. Ich bin fast verreckt. Das war jetzt nicht so klug, Thomas. Das war, Was hast du angestellt? Ich habe dummerweise eine... Ach, das bist du da hinten? Ich weiß nicht, ob ich da hinten bin. Doch, bist du. Dann bin ich das da hinten. Ja, das bist du schon. Du kleiner Kollege. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein bisschen überfragt tatsächlich. Aber ich will mal noch ein Stück hier runterlaufen. Ich bin gerade am Überlegen, einfach so weit wie es geht zu fahren. Ich habe gerade ein anderes Problem. Ich will keine Probleme. Ah, Pusteblume. Ach so, ja, dann lass uns mal gleich fahren. Das Problem ist halt mit, wir können nicht fahren. Das kann immer nur einer fahren. Ach so. Weil wir haben keinen Rover. Keinen mittleren, sondern nur einen kleinen. Ich habe jetzt zur Not mal was gebaut, mit dem ich die Energie von dem Ding wieder aufladen kann. Und falls mal ja, so ganz... Wir bräuchten zwei. Wo hatten wir den zweiten hingebaut? Gute Frage. Nächste Frage. Oh, was ist das denn?
Ammonium. Was hast du auch gefunden, ne? Ich meine ja. Hast du eine Ladung mitgenommen? Ammonium habe ich 3 Ladungen. Okay. Ich glaube, die brauchen wir irgendwie in diesem Chemielabor. Oh, ich fahre jetzt gerade ganz tief in die Tiefe runter. Da keine Verbindung mehr? Doch. Und hier liegen ganz tiefe Mineralien, die man erforschen kann. Und die 62 Forschungspunkte bringen. Okay, zwischen 62 und 42. Ammonium. Und das ist ja gemein. Jetzt habe ich hier am Ende des Ganges habe ich ein Forschungsobjekt gefunden. Graphit? Hast du Graphit gefunden? Ja. Mhm. Graphit. Graphit haben, Ladung mitgenommen? Ja, haben wir zu viel schon. Blockiert uns nur Speicherplätze. Gut. Ich habe ein Forschungsding gefunden, aber ich kann es nicht mitnehmen. Ja. Tja, wenn ich wüsste, wo du bist. In dem tiefen grünen Tunnel. Ich komme gerade wieder hoch. Aber es ist halt ein richtig scheiß langer Weg. Wir brauchen den mittleren Buggy. Ja, ja, dann lass uns mal gucken, dass wir den Buggy irgendwie hinkriegen. Ja. Ah, bleib mal gerade stehen. So, das machen wir aber in der nächsten Folge. Da finden wir heraus, wie wir den Buggy bauen können. Und dann machen wir die Höhlentour genau an der Stelle weiter. Mein lieber Klabautermann, wir sehen uns. Bis gleich. Alle hopp. Bis gleich.